Freitag, der 10. Februar 2023. Es ist 137 Tage her, dass es in der Nordsee in 70 Meter Tiefe ein Wumms machte, ja, oder ein Doppelwumms, wie der Kanzler sagen würde. Sabotage von Nord Stream 1 und 2 und die Nichtaufklärung, die in dieser Sache erfolgt. Es war heute Gegenstand in der Aktuellen Stunde, der letzten Stunde der Parlamentssitzung am heutigen Tag. Wir haben gesehen, wer alles kein Interesse daran hat, an der Aufklärung. Wir haben alle die Erfahrung gemacht, auch die Bürger und Interessierten, an welchem Endgerät auch immer, zu jeder Phase in diesen 137 Tagen, dass es Verschweigen, Verschleiern, Ausflüchte gibt. Und jetzt haben wir so zwei Tagen ja den Artikel von Simon Hirsch gesehen, derjenige, der Müllei aufgeklärt hat, derjenige, der Watergate, Richard Nixon aufgeklärt hat und so weiter. Und der möglicherweise auch die richtige Nase hat für die Schuldfeststellung im Sabotagefall. Also auf Geständnisse der Beteiligten, der Autoren der Sabotage werden wir lange warten müssen. Wir können die Plausibilität zusammenstellen. Wir haben keinen definitiven Beweis, wer es war bzw. wer es nicht war. Insofern ist alles möglich. Aber wie schon an anderer Stelle gesagt, die Plausibilität spricht eine eindeutige Sprache. Die Selbstauskünfte der Beteiligten, ich erinnere an die Aussagen von Präsident Biden und vielen anderen, die über dem Ganzen residieren und präsidieren. Was wollen wir noch? Und die interessante Frage ist, was ziehen wir daraus für Schlussfolgerungen? Ich hatte vor ungefähr 5 Monaten direkt in der ersten Woche oder zweiten Woche nach dem Anschlag einen kleinen Take gemacht im Reichstag vor den Graffitis, den kyrillischen Graffitis der russischen Soldaten vom 8. Mai 1945 mit der Überschrift, was, wenn es nicht die Russen waren? Und heute ist sozusagen Teil 2 fällig, was, wenn es die Amerikaner waren? Damit ist alles in Frage gestellt, die großartige atomare Teilhabe, die großartige Schutzschirmwirkung einer NATO im konventionellen und, wie gesagt, im nuklearen Bereich. Damit ist eigentlich die Geschäftsgrundlage auch dafür weggefallen, wie für manches andere auch. Und damals ist ja auch der Kanzler direkt in der ersten Ausschusssitzung zugeschaltet gewesen. Das war, wie gesagt, wenige Tage oder eine Woche nach den Anschlägen, wo ich diese Frage schon stellte, warum setzt man nicht das Signal, die deutsche Marine aus der NATO, aus den NATO-Verwendungen, sei es im Mittelmeer, im Südchinesischen Meer, in die Ostsee zu berufen, zu kommandieren und in den Raum zu stellen, das, was die Franzosen ab 1959 gemacht haben, die militärische Integration in eine NATO, die offenbar nicht schützt. Sie schützt nicht die Griechen vor den Türken oder umgekehrt und sie schützt offenbar auch nicht die Deutschen vor ihren neuen Freunden. Ja, also es ist in Frage gestellt und ein solches Signal wäre ein erstes und einziges Zeichen, ein ernstzunehmendes Zeichen, welches Freund und Feind zeigen würde, dass die Deutschen es ernst meinen. Bisher sehen wir nur das Gegenteil. Abwiegeln und diese Großsabotage, der kriegerische Akt auf dem Niveau des Handyabhörens, wie wir es vor 10 Jahren oder so erfahren haben. Und so geht es nicht. Wir werden um Aufklärung bemüht sein und darauf dringen, dass die Verantwortlichen sich nicht aus der Affäre ziehen.